Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also du kannst aussehen wie ein alter Eimer, aber wenn du gut riechst, dann ist das die halbe Miete. Kann man das so zusammenfassen oder wie, diese Studie? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ist. Das ist ja merkwürdig. Ja. Hallo, hier sind Yvonne und Nicole und wir müssen noch mal kurz über Gerüche reden. Es gibt nämlich eine neue Studie aus der Berliner Charité und die zeigt, dass für den Orgasmus der Frau es wichtiger ist, dass der Mann gut riecht, als dass sie in ihn verliebt ist oder ihn auch nur attraktiv findet. Das ist echt heftig. Also sie muss ihn gar nicht hübsch finden und sie muss nicht ohne Ende verknallt sein, aber sie kommt gut, wenn er gut riecht. Da siehst du mal, was über die Nase alles passiert. Wenn du tief einatmest, und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist immer absolutes Kino im Kopf, wenn ich einatme und einen richtig geilen Geruch habe, da werde ich komplett animalisch und vergesse alles um mich rum. Aber was ist denn ein richtig geiler Geruch? Also meinst du so... Naja, du musst es jetzt mal sagen. Also ich glaube, man muss ja mal unterscheiden. Es gibt ja den Geruch völlig unverfälscht, ohne Parfum. Ja. Wie riecht denn da so ein Mann? Beschreib mal. Das möchte ich nicht beschreiben. Es hören ja vielleicht auch Kinder zu. Ach nein, wir sind ja erwachsen. Nein, aber du weißt doch, Männer sind halt Männer. Ne? Wonach riechen die denn, wenn die den ganzen Tag rumgerannt sind? Da weiß ich nicht. Nach Männerschweiß. Ist das eklig? Das ist mal... lecker? Also, gucke. Ich stelle mir das vor wie so ein Affe, ehrlich gesagt. Was? So ein Affe im Zoo. So stelle ich mir einen Männergeruch vor. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Die riechen ja so tierisch halt, ne? Die müffeln total. Nein. Das sind so Stinkemüffler. Nein, ja. Nein, so ist das nicht. Also, wenn du in einer bestimmten Situation diesen Geruch hast, nämlich zum Beispiel, wenn du im Bett bist und er fängt so an zu schwitzen und du schwitzt selber so doll und es ist Sommer und dann finde ich, riecht das ganz geil irgendwie. So ja, aber wie maskulin. Denn? So herb. Wie ein maskulines Duschshampoo? Nee, eben nicht. Einfach nur herb, bitter, würzig. So wie wenn ich ein Bier aufmache? Ja, vielleicht wie wenn du ein Bier aufmachst. Ach, oder wie so eine, wie so ein Moos-Ding oder so. Verstehst du? Ja. Das ist ganz gut. Wie so ein Moosstückchen, wo so ein paar Pilze auch wachsen. So ein bisschen vermodert. Jetzt habe ich es. Vermodert. Nein. Das riecht eigentlich, dann ist es irgendwie geil, dann hat es was und dann ist es echt animalisch. Ja, wenn du natürlich ein paar Jahre verheiratet bist und der Alte kommt von der Arbeit nach Hause und hat nicht geduscht, dann ist es nicht so animalisch. Naja. So verändert sich es halt im Aber Laufe davon der Zeit. Hörte ich nur. Bei uns ist das natürlich was anderes. Mein Mann riecht immer fantastisch. Ja? Ja. Mhm. So, also so riecht ein Mann, wenn er nichts an sich hat. Okay. Wie riecht denn eine Frau, wenn sie nichts an sich hat? Na, da riecht doch mal an dir. Ich habe ja was an mir. Ich habe ja geduscht heute Morgen, ne? Also den riecht nach nix. Da geht's ja erstmal schon mal los. Den unverfälschten Geruch einer Frau zu bekommen heutzutage ist ja fast unmöglich. Denn eine Frau duscht mit Duschshampoo. Danach die meisten Bodylotion und danach noch Parfum. Also eine Frau, und du hast alles drei, oder? Ja, riech mal, aber es riecht nach nix. Riech mal an meinem Arm bitte. Es riecht nach gar nichts mehr. Auf jeden Fall, es riecht total nach Bodylotion, absolut. Es riecht richtig nach Bodylotion. Ich habe eine Butterbrezel gegessen, vielleicht war es das. Nein, es riecht nach deiner Bodylotion, die kenne ich. Das ist auf jeden Fall Bodylotion. Also wann überhaupt, selbst wenn eine Frau zum Sport geht, nach dem Duschprogramm und der ganzen Bodylotion, überhaupt mal diesen Schweißgeruch zu erleben, das dauert. Ich habe es dreimal bei meiner Freundin erlebt. Da haben wir so noch ganz zu Anfang unserer Beziehung so ein Gammelwochenende gemacht, weißt du? Mhm. Man steigt Freitag ins Bettchen. Bestellt sich nur Pizza, es gibt verschiedene alkoholische Getränke und man hat auch gar keinen Bock, duschen zu gehen. Okay. Und dann wirklich so am Sonntag habe ich ihren ganz natürlichen Körpergeruch gerochen. So, und daran kann ich mich noch erinnern. Und ich finde, eine Frau, also die ich hatte und in die ich sehr verliebt war, ich kann das irgendwie nicht trennen, riechen trotzdem immer so irgendwie noch so ganz zart. Also ich habe nie erlebt, dass eine Frau nur in die ich verliebt war, andere schon. Ja. So massiv und beißend nach Schweiß riecht. Das habe ich nie mitbekommen. Und bei meiner Freundin finde ich das total angenehm, weil die riecht immer irgendwie noch niedlich. Okay, du bist so wirklich sehr verliebt in deine Freundin, ne? So wie so eine Kamillenblume. Dass du nach drei Tagen sie noch niedlich findest und man denkt, die muss doch, da riechen noch die Haare fettig. Nee, gar nicht. Und am Hals, da ist ja, sagt man ja auch, dass hinten am Hals hat man die intensivste Geruchwahrnehmung. Mhm. Darum sprüht man sich auch Parfum hinten drauf, weil das sehr, sehr multipliziert dann. Und ist es dann nicht irgendwie dir unangenehm, wenn du drei Tage nicht geduscht hast, so unten rum? Das ist ja ein bisschen nicht nah. Ich sage mal, solange immer Öl im Getriebe ist, entstehen auch keine Gerüche.
Okay. Also wenn du das permanent feucht hältst, riecht es auch nicht. Oh Gott, warum habe ich gefragt? Du darfst den Motor nur nicht erkalten lassen. Ja, ist schon gut. Ich habe es verstanden. Ist es okay? Ja. Alles klar. Ich genau. Das Bild hat sich eingebrannt. Okay, also das sind Männer und Frauen, wenn sie nichts drauf haben. Aber ich mag ja, was ich echt toll finde, ist dieser total, der Geruch, der völlig drüber ist, dieser Duschgeruch. Wenn Männer so ganz doll frisch geduscht riechen, kennst du das, wenn die so eine Wolke hinter sich herziehen? Ich weiß, ganz viele meiner Freundinnen finden das super eklig und ich mochte das schon immer. Warum ist das eklig? So ein normales, eher fresh irgendwas Duschzeug, was nach Ocean riecht. Ja, ich finde das immer gut. Ich habe es ja nur gerochen bei meinem Opa und meinem Vater. Ja. Und ich fand es immer toll. Ich fand auch toll, wenn die diese Rasierprozedur gemacht haben und dann der Rasierschaum und eine Mischung aus Rasierschaum und Duschbad fand ich immer ganz, ganz toll als Kind. Ganz, ganz das lecker. Das ist bei mir so ein Auslöser. Das ist so sexy. Ja. Sexy, wo kommst du denn her? Da würde ich richtig denken, dass man dagegen abstinkt. Wenn der so duftig ist und man selber kommt so von aber der Arbeit. Ich muss dich jetzt was fragen, ne? Wenn ein Mann frisch geduscht ist und alles ist so toll, wie wir gerade beschrieben haben, ne? Nimmt der Penis auch den Geruch an? Den Duschgel-Geruch? Ja, klar. Natürlich. Ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, die ist heterosexuell, und die hat zu mir gesagt, also Männer können machen, was sie wollen. Penis riecht immer nach Penis. Das Ding hat so einen Eigengeruch. Ist das so? Also vielleicht wäscht ihr Freund das Ding ja nie. Doch. Mit? Gut, also das finde ich jetzt nicht. Penis riecht nach Penis? Also so wie wir untenrum vielleicht auch immer so ein bisschen nach irgendwas riechen. Da kommen wir gleich zu. Ist es in der Hose und so, dann riecht es vielleicht. Ich finde, Eier riechen nach Eiern. Immer. Aber Penis nach Penis, das finde ich nicht. Penisse riechen häufig gut. Oh Gott, dass ich das sage. Eier riechen nach Eier? Ja. Die Männereier riechen nach einem Hühnerei. Nein, der Hodensack riecht immer nach Hoden. Ach so. Und es ist immer der gleiche Geruch. Das ist interessant. Bei jedem Mann? Ja. Ach so. Oh das finde ich echt spannend. Die riechen nach Hühnereiern. Nein. Entschuldige. Ja, ich bin auf dem Feld. Also der Hoden riecht immer nach Hoden und das ist bei jedem Mann so. Das finde ich viel verwunderlicher. Das scheint ein eigener Hodengeruch zu sein. Universeller Hodengeruch? Ja. Und wie riecht das? Nach Hoden. Das kann ich nicht beschreiben. So, muss ich mal kurz mich konzentrieren. Wie war nochmal der Hodengeruch? Ich habe eine Weile nicht dran gerochen, Entschuldigung. Vielleicht hat sie den Hodengeruch mit dem Penisgeruch verwechselt. Ja, das hat sie vielleicht hingesucht. Weil es ist ja nah aneinander. Ja. Genau. Okay, also ich will oder sie hat, sie war, sie haben 69 gemacht und dann hatte sie den Penis im Mund und den Hoden unter der Nase. Oh Gott, ey, du bist ja widerlich. Oh Gott, ist das schlimm. Und dann hat sie keine Luft mehr bekommen und ist erstickt. Und das Letzte, was sie dachte, ist, das ist der Penisgeruch. Wie riecht jetzt Hoden? Wie du dachtest, dass Penis riecht? Ich habe keine Vorstellung davon. So, ist das auch, sie sagt, ja, es riecht immer gleich. Das ist so ein bisschen nach Schweiß, Körper, in der Hose gewesen, Waschmittel, Pipi. Also nee, Pipi ist das. Nein, das war nur in der Nähe, das Pipi. Das ist jetzt riecht nicht nach Pipi. Mensch, das ist die Mischung daraus. Ich versuchte ja gerade die Mischung zu beschreiben. Okay. Das ist sehr schwierig, wenn man das nie selber gerochen hat. Aber wenn du mir jetzt verschiedene Dinge vor die Nase halten würdest mit verbundenen Augen, würde ich bestimmt merken, was der Hoden ist. Also ich kenne einen Ort, wo viele Dinge, die du gerade beschrieben hast, aufeinandertreffen. Vielleicht riecht es ja so, das kennt jeder. Ein Komposthaufen. Ach nein, du bist ja eklig. Nein. Okay, ja, es ist gar nicht so schlimm, wie du das dir vorstellst. Du müsstest auch mal heterosexuell werden. Nee, ich möchte aber nicht. Du müsstest mal wieder normal werden, dann würdest du wissen, wie Hoden riecht. Normal, ich helfe dir gleich. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, dass ich nur an Königsblüten riechen kann. Vielleicht riecht Hoden ein bisschen so wie wir in der Leiste. Also ich habe mich noch nie in der Leiste gerochen. Ja, aber jemand anderen hast du schon mal in der Leiste gerochen. Ist es auch zu vergleichen mit der... Mit, das ist so schwierig. Also Leiste, okay, aber habe ich jetzt nicht präsent vor Augen den Geruch. Aber wie ist es denn hintenrum? Da ist ja noch so eine Falte. Nee, also da schnuppere ich so? Nicht dran. Nein, auf gar keinen Fall. Du weißt ja gar nicht, wie es da riecht, wenn du da nicht dran schnupperst. Aber das ist doch, riecht doch nicht nach... Nein, ach, das tut es mir wirklich nicht. Da tut man dem Hoden Unrecht. Nein. Aber kommen wir doch mal zurück zu der eigentlichen Ausgangsposition, Mensch. Wir hatten doch eigentlich gesagt, wie erstaunlich ist das denn? Für Frauen muss das Gegenüber gut riechen, dann kriegen sie einen besseren Orgasmus als bei allem anderen. Ja. Orgasmus, Auslöser, Geruch. Aber kann ist ich, das so? Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist es echt ein Parfum. Ich erinnere mich an zwei
nee, an drei Parfumsorten. Nee, an nein, sieben? Es sind drei. Es sind drei. Okay. Es sind exakt drei Parfumsorten, die ich an einer Frau gerochen habe, die absolut animalisch auf mich gewirkt haben. Wo es heute noch so ist, wenn dieser Geruch, man kennt das ja, wenn andere Leute das tragen und der Geruch steigt in meiner Nase, habe ich sofort alle Sexbilder im Kopf. Nein. Sofort. Und zwar richtig präsent. Und dann ist es so, dass ich die Straße lang gehe, rieche das, bei dem einen Parfum ist es besonders schlimm. Ich rieche das und dann hat mein Körper nichts mehr unter Kontrolle und ich mache so, oh. Echt? Muss ich mir mal vorstellen, weil das du bist quasi wieder zurück im Sex. Total. Ganz, also es ist richtig heftig und ich mag das ganz, ganz doll. Ich finde, je heftiger man miteinander schläft und dann alles zusammenkommt, auch noch das Gefühl und dieser Geruch, ist dieser Geruch allumfassend in einem. Also ich habe bei dem Sex mit einer bestimmten Frau nichts anderes mehr wahrgenommen als diesen Geruch. Ich bin da voll, als wäre ich in diese ganze Parfümflasche eingetaucht. Das war echt heftig. Und ich konnte auch nicht keinen Gedanken mehr fassen. Das ist ja krass. Ich glaube ehrlich, es gibt so Menschen, die auch viel mehr mit ihrer Nase erfassen und es löst viel mehr aus als bei anderen Menschen. Vielleicht. Bei mir ist es so, also ich finde Gerüche schon wichtig und ich möchte natürlich auch, dass der gut riecht und ich mag das, wenn ein Mann so, oh, haben wir ja gesagt, nach Mann riecht. Aber ich wüsste jetzt nicht, irgendwie so wie mein Mann am Hals riecht. Wohingegen mein Mann ganz häufig sagt, oh, ich mag deinen Geruch, wenn du aufwachst. Siehst du? Oder so. Das heißt, das riecht der. Ja. Und der meint es positiv. Mhm. Nicht, wenn ich sage, nee. Bist du gerade aufgewacht. Du bist so unromantisch. Weißt du, es ist so schön, was er dir sagt. Ich rieche dich so gerne, wenn du morgens auf. Es ist so, so schön und du zerstörst. Nein, ich zerstöre es ja nicht. Ich meine nur, ich kann das, glaube ich, gar nicht so empfinden. Auch wie du das gerade gesagt hast, das weht einem dann in die Nase und dann hat man sofort irgendwie, ist man in dem Moment, wo man einen mega Orgasmus hatte. Ich glaube, das habe ich gar nicht so mit Gerüchen. Das ist viel mehr optisch. Und mit Geräuschen auch total. Das finde ich ganz wichtig. Ist der Sound so. Wie, was für Geräusche? Ja, dass man, das, du weißt schon, so ja, aber, Sexgeräusche. Sowas ist das, was mich zum Orgasmus bringt und nicht ein Geruch. Also bei mir ist es ganz klar, der Geruch. Das andere kommt ja dann dazu, aber der Geruch ist ja so, so prägnant und durchströmt deinen ganzen Körper. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege dann Orgasmen, die von oben von der Schädeldecke bis runter in den kleinen Zeh gehen. Durch den ganzen Körper erfüllt und durchströmt. Ich könnte nicht mal so genau sagen, welche Parfums meine Ex-Freunde benutzt haben. Oh Mann, du bist so wirklich, wirklich, wirklich unromantisch. Ich versuche gerade darüber nachzudenken. Aber welches Parfum benutzt denn dein Mann, weißt du das wenigstens? Oh Gott, ey. Nee. Es ist echt traurig. Der hat aber auch ganz viele da stehen. Der kriegt ja immer welche geschenkt von seiner Mutter und von seinen Brüdern. Und dir ist dann auch egal, welches er benutzt? Ja. Ja. Du bist komisch. Also, er hat sich mal selber eins gekauft, ne? Wusstest du, dass Mercedes macht so Düfte? Wusste ich gar nicht, ne? Hat er sich selber gekauft. Und ich, das finde ich ganz geil, weil es riecht eben nach so total frisch und geduscht und so. Und sein Schwager meint, es riecht ein bisschen billig. Vielleicht fand ich das deshalb ganz geil. Ich auf billig. Billige Gerüche. Aber ich möchte ganz kurz nochmal auf deine Geräusche zurückkommen. Ja. Und wenn du dich dann an Szenen erinnerst, die du mal hattest mit jemandem im Bett, hast du eher Geräuscheketten im Kopf als irgendwie einen Geruch? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und dann muss ich nämlich aufpassen, dass ich nicht so irgendwelche Geräusche mache, weil mir das plötzlich wieder in den Sinn kommt. Ja, ich denke in Bildern und Geräuschen und nicht in Gerüchen. Mhm. Und bei mir löst ein Geruch was aus, wenn ich denke, wow, riecht nach geduschtem Kerl. Aber auch nur in dem Moment. Du hast dann keine Flashbacks, wenn du zum Beispiel ein Parfum irgendwie auf der Straße riechst oder so. Nicht wirklich. Also bei einem einzigen Parfum habe ich das. Und das ist dieses Cool Water. Oh. Das hat, ja, ich meine, das hat ja jeder benutzt. Ne? Ja, das hat jeder benutzt. Das hat tatsächlich einer meiner Ex-Freunde benutzt. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, weil das so aufdringlich auch ist. Und da denke ich immer ganz kurz an ihn. Aber ja. Auch so. Nee, ich denke nur kurz an ihn. Aber ich denke auch nicht an den Orgasmus oder an den Sex, weil daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. An den Orgasmus mit dem. Ey, das ist ja wirklich merkwürdig, wie das ist. Hatte ich da überhaupt einen Orgasmus? Naja, gut. Wie dem auch sei. Ja. Aber es ist doch interessant, wie das im Gehirn so verknüpft ist, ne? Mhm. Bei den verschiedenen Menschen, weil ohne Gerüche ging es für mich gar nicht. Und dann ist es ja auch noch so, dass ich ja dann noch animalischer abtauche, wenn ich... Kann ich das jetzt erzählen? Nee. Das erzähle ich lieber nicht. Nee, das ist... Manchmal ist es schon echt so, ne? Auch schwierig, was wir hier so alles preisgeben. Ja. Ich wünschte mir mal, dass mal mir auch jemand schreibt über... Ladylike.show
auch mal so ein bisschen die Hosen runterlässt. Ja. Und sagt, was ihm gefällt. Aber das machen ja manche. Ja, das machen schon viele Hörer. Aber was konntest du uns denn jetzt nicht sagen? Komm, sag's uns doch. Na, es geht dann auch um den Intimgeruch der Frau. Mhm. Und auch der bleibt bei mir manchmal so lange noch präsent, in der Nase oder an den Händen auch. Und das finde ich total wahnsinnig erotisch. Und ich rieche das wirklich gerne. Aber nur, und das ist so heftig bei mir ist alles die Kombination, nur wenn das Gefühl stimmt, kann ich den Geruch auch so wahrnehmen und wandle ihn um in einen Ekstasegeruch. Ist ja krass. Und bei manchen Frauen ist es sogar so, da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn der Intimbereich so riecht und das bei mir hinterlässt, weil das ist ja dann wirklich die Kombination aus allem, du hast irgendwie den frischen Orgasmus, den du noch riechst, die Frau, die du noch riechst. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn man daraus ein Parfum machen würde, dann wäre es das von Patrick Süskind. Das Parfum. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Weil man vergisst echt alles. Und aber du weißt, dass du den Geruch zurückholen kannst, ne? Wie denn? Ich hatte mal einen Freund, der war Koch in Bielefeld. Ne? Koch. Ja. Und der hat mir gesagt, dass er, seit er mit mir zusammen ist, es total schön findet, wir hatten eine Fernbeziehung, ne? Er in Bielefeld, ich weiter weg, dass er es ganz schön findet, Zwiebeln zu schälen. Weil, und das scheint auch so zu sein, wenn seine Hände so nach mir gerochen haben, und dann hat er sich natürlich gewaschen und das Haus verlassen und so. Wo führt das hin? Dann hat er dort die Zwiebeln geschält und die Zwiebel bringt diesen Geruch zurück in deine Handfläche. Weißt du? Den Intimgeruch? Den Intimgeruch. Und das fand er immer ganz schön. Hat dann nochmal kurz so eine Nase Nicole genommen und dann hat er weitergearbeitet. Wie wenn, aber ich muss es dann kurz vorher gemacht haben. Ja, natürlich. Oder könnte ich mir jetzt... Nein. Ich schmiere mir jetzt Zwiebeln auf die Hände und habe dann alle Gerüche von allen Frauen, die jemals... Du musst es kurz vorher getan haben, dann kannst du dir aber ruhig die Hände waschen und so, dann hast du das Gefühl, es ist weg von den Händen. Und dann nimmst du eine Zwiebel in die Hand und dann ist es wieder da. Nicole, das hat er dir erzählt. Nein, das hat er... Das und war du weißt, so. Dass Zwiebel, wenn sie so an den Händen ist, riecht sie echt... Wie meinst du das? Unangenehm eigentlich. Nein, der fand das ganz schön und es war mein Geruch, der da zurückgekommen ist. Na, okay, keine okay. Keine Ahnung von okay. Zwiebeln. Du. Ich schneide sehr viele Zwiebeln, denn ich koche zu Hause. Im Gegensatz zu dir. Aber dann hast du keinen Sex mehr vorher. Also ich probiere das mal aus. Das nächste Mal. Jetzt? Also nein! Ach, kann ich meinen eigenen Intimgeruch auch natürlich, wiederbringen? Bestimmt. Ich fasse mir jetzt in die Hose. Dann gehe ich mir die Hände waschen. Du schneidest mir eine Zwiebel auf, ich mache die über die Hand und rieche mich selbst. Könnten wir ausprobieren, ja. Kannst du dich selbst eigentlich riechen? Magst du deinen Geruch? Ich rieche gar nichts an mir, deswegen meine ich ja gerade, mein Arm riecht nach nichts. Du hast dich noch nie wahrgenommen. Hast du manchmal das Gefühl, oh, jetzt müsste ich mal duschen, ich rieche irgendwas, was ja, ich... Ja, klar. Ja, und magst... Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ja, nach irgendwas... Ich rieche magst nicht du deinen Parfum. Schweißgeruch? Nein. Magst du meinen Schweißgeruch? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gerochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mal in meiner Gegenwart geschwitzt hättest. Und wir haben ja auch noch nie Sport zusammen gemacht. Warum auch? Ja, darum habe ich deinen Schweißgeruch jetzt nicht präsent. Wir waren mal im Fitnessstudio, wo wir diesen komischen Kerl getroffen haben, der uns so angebaggert hat. Weißt du das nicht mehr? Ah, ja. Ja. Aber da haben wir nicht geschwitzt, da haben wir nur gelabert. Ja. Und mal so, oh, hier die Handel. In der Sauna haben wir geschwitzt. Ja, aber in der Sauna riecht ja niemand nach Schweiß, habe ich noch nie gerochen. Nee. Ich glaube, bei einer bestimmten Temperatur. Aber da haben wir ordentlich geschwitzt. Aber da hast du nicht gerochen. Sei beruhigt. Du auch nicht. Ja, wir sind halt neutral miteinander. Ja. Ich glaube, wir riechen uns nicht. Nee. Weil das würde auch alles irgendwie... Ah, oh, vergiss es. Nee, also über den Berg sind wir drüber. Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.